Herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkino-Kanal. Ich befinde mich hier mitten in Düsseldorf und zwar direkt eigentlich neben dem Hauptbahnhof, was übrigens dann nachher für später mal sehr wichtig wird, weil man kann nämlich hier sehr leicht hinkommen, an diesem wunderschönen Ort, wo wir uns befinden. Denn wir befinden uns hier im UFA, ja, Kinokomplex, bestehend aus insgesamt 12 Kinos. Alle 12 Kinos sind ziemlich cool, aber eins ist besonders cool und da sind wir aufmerksam geworden im Dezember 2014. Und zwar handelt es sich um eine Neueröffnung eines Kinosaals, der hier leider Anfang 2000 hier geschlossen wurde, nämlich das IMAX-Kino, was sich hier in diesem Kinokomplex befunden hat. Und dieses IMAX-Kino, dürfte dem anderen bekannt sein, sind ja Kinos mit einer außergewöhnlich großen Leinwand und mit einer extrem steilen Tribüne, wo man sitzt. Man sieht eigentlich nur das Bild. Ja, und dieser Saal ist doch von den Besitzern des UFA-Kinokomplex hier aufwendig renoviert worden und ist jetzt im Dezember 2014 neu eröffnet worden. So, und dieser Flyer hier, der beschreibt mir nämlich dieses Kino, das nennt sich die neue UFA-Lounge. Und wenn ich das mal so aufmache, sehe ich das hier. Das nimmt man ja nicht unbedingt, sag mal, typisch wahr für einen Kinosaal. Und wenn man uns dann überlegt, wir rufen doch einfach mal den Kinobesitzer an, das ist die Familie Riesch, und rufen mal an und sagen, hey, wir würden gerne mal euer Kino uns mal genauer anschauen, denn was ihr euch hierbei gedacht habt, das liest sich hervorragend. Unter anderem nehme ich hier ein ganz neuer Sitzkomfort, ein ganz neues Erlebnis, was Bildgröße angeht, was Sound angeht und was auch Komfort angeht in Form von Beköstigung. So, was sich da alles hinter verbirgt, das wollen wir uns jetzt mal aus erster Hand anhören, denn da sitzt einer von den Riesch, denn die Riesch, das ist eigentlich eine alte Kinofamilie, aber das wird er uns, glaube ich, jetzt mal genauer erzählen, was sich da alles hinter verbirgt. Tag erstmal. Hallo. Hi. Ja, also, ich habe schon erzählt, ihr habt euch hier im Dezember 2014 arg in die Kosten gestürzt und habt einen vorhandenen Saal, nämlich das IMAX-Kino hier, komplett umgebaut und ja, zur neuen UFA-Lounge umgebaut. Genau. Was verbirgt sich dahinter, beziehungsweise machen wir es anders. Wir gucken uns ja das gleich an. Ja. Was verbirgt sich eigentlich nochmal hinter der Familie Riesch? Weil das habe ich ja mal ein bisschen recherchiert. Ihr seid ja nicht ganz unbedeutend in der Kinoszene, ne? Nein, eigentlich nicht. Wir sind ganz froh, dass wir das jetzt, also ich mache es jetzt in der dritten Generation. Begonnen hat das bereits mein Großvater nach dem Zweiten Weltkrieg. Ganz klein angefangen, wirklich mit einem portablen Projektor, einer kleinen Leinwand aus, von Dorf zu Dorf getingelt. Hat das dann da, wie gesagt, die Kinovorführung gemacht. Mein Vater musste schon, der hat mir das immer schon ganz oft erzählt, keine Ahnung, mit 10, 12 Jahren anfangen, selber dann den Projektor von A nach B auf dem Fahrrad hinterher zu fahren. Er hat sich sehr immer gefreut darüber. Dann, wie gesagt, sind wir immer größer geworden und fingen dann mit stationären Kinos natürlich an. Sind dann bis in den 90er Jahren zu der größten Kinokette in Deutschland geworden. Unter dem Namen UFA? Unter dem Namen UFA. Sind dann mit einigen wirklich vielen großen Kinos, also Multiplexen, die dann in Mitte der 90er gebaut wurden, zur wirklich Deutschland größten Kette geworden. Da aufgrund des Baubooms, wo man sich dann auch übernommen hat, man kennt das aus vielen Städten, gibt es mittlerweile viel zu viele Multiplexe, die auch in vielen Fällen auch schon halt wieder zugemacht haben, sind wir dann, ist die UFA Theater GmbH in die Insolvenz gegangen. Und wir haben dann als Familienbetrieb wieder von vorne angefangen und haben unter anderem den UFA Palast Düsseldorf hier übernommen und noch drei weitere Standorte in Dresden, in Stuttgart und in Recklinghausen das Ganze wieder neu begonnen und haben halt dann hier den UFA Palast Düsseldorf im Moment halt in Betrieb und haben halt jetzt die Möglichkeit gefunden, in dem alten IMAX-Kinosaal hier die UFA-Lounge zu installieren, was ein Traum, ich muss ganz klar sagen, meines Vaters immer war, mal dieses Luxus-Kino-Konzept, was ja in Deutschland mittlerweile in vielen kleineren Standorten auch umgesetzt wurde, mal zu verwirklichen. Wobei da ist es oft so, dass das immer in einem Extrahaus ist. Und wir sind also das erste Luxuskino oder die erste Lounge in einem Multiplex-Kino, also in einem Verbund mit anderen Kinosälen. Ich habe vorhin erwähnt, 12 Kinosäle haben wir insgesamt hier. Genau, das ist dann die 13. Das ist der 13. Genau, das ist der 13. Das ist der 13. Saal. Der hat auch eine eigene Kasse, wie ich hier sehe. Genau. Wir haben extra dafür eine eigene Kasse geschaffen, sodass die Gäste für diesen Kinosaal sich also nicht an den anderen Kinokassen anstellen müssen, wenn es da eher mal am Wochenende voll ist. Sodass die also wirklich dann bequem hier dann sich anstellen können, im Zweifelsfall hier ein Begrüßungsgetränk bekommen. Dann die Möglichkeit haben, hier in der extra geschaffenen Wartebereich warten oder wenn Sie möchten, natürlich gerne schon in den Kinosaal gehen und dementsprechend dann halt in diesem Kinosaal exklusiv bedient werden. Fängt ja schon sehr komfortabel an. Das will ich hoffen. Wie viele Vorführungen gibt es im Durchschnitt? Drei am Tag oder nein, zwei? Nein, wir spielen nur zwei. Wir spielen eine Vorstellung um 17 Uhr und eine um 20.30 Uhr. Es hat sich halt rauskristallisiert, dass so eine 14 Uhr Vorstellung, da ist keine Nachfrage nach in diesem Bereich. Und das gleiche gilt auch für die 23 Uhr Vorstellung. Haben wir mehrfach ausprobiert, aber da war einfach wirklich gar nichts los, dass wir gesagt haben, nee, das lohnt sich einfach nicht. Also die 17 Uhr läuft gut und die 20 Uhr Vorstellung ist halt einfach die Vorstellung des Tages.
Also wie gesagt, wir sind direkt am Düsseldorfer Bahnhof. Das heißt, für alle, die mal das Auto stehen lassen wollen, überhaupt kein Problem. Man ist erreichbar aus dem Ruhrgebiet und wohnt nicht überall her, selbst aus der Stadt Köln. Ne? Kann man sogar hier in einer halben Stunde hinkommen. Und dann haben wir auch direkt gegenüber einen großen Parkplatz, beziehungsweise ein Parkhaus ist da. Das heißt, man kann das Auto auch zur Not dann parken, also wirklich zentral gelegen. Und wenn es dann nochmal in die Altstadt gehen soll, von 10 Minuten aus hier mit der U-Bahn oder S-Bahn, auch gar kein Problem. Drei Stationen, die helfen gerne weiter. Genau. Dann kommt man da auch hin. Also um das mal zu klären, wo sind wir hier eigentlich? Gut, also das haben wir schon mal kennengelernt, die Lounge. Dann habe ich, würde ich sagen, gehen wir einfach mal rüber. Genau. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Gerne. Jetzt kenne ich das ja mit den Tickets. Manchmal ist es sehr unangenehm, dass man doch teilweise sehr lange Schlangen vor sich hat, bevor man regelmäßig ums Ticket vernünftig kämpfen muss. Ja. Es gibt auch hier diverse Möglichkeiten, das Ticket zu bekommen. Genau. So, also einmal generell die separate Kasse, klar. Genau. Aber ich kann auch schon vorher zu Hause ganz bequem das machen, genau. Oder hier. Wir machen das für Möglichkeiten. Genau, es gibt die Möglichkeit, wie gesagt, das Ganze im Internet zu kaufen, also ganz normal über unsere Homepage die Karten zu kaufen. Es gibt die Möglichkeit, wir haben hier Selbstbedienungsautomaten, sollte die Schlange dann doch mal zu lang sein, man sagen, hier einfach die Karten zu kaufen. Und wir haben es halt die Idee gehabt, ich glaube, wir sind auch die Ersten in Deutschland dieses Mal ausprobieren, zu sagen, okay, ich kann auch das Ganze, Sachen wie Popcorn, Getränke und sowas halt auch im Internet kaufen, direkt da bezahlen und dann bei uns, wir haben extra einen Stand dafür gebaut, hier direkt abholen. Das heißt, da bringe ich dann nur noch meinen QR-Code mit, den halte ich bei mir von meinem Mitarbeiter vor den Scanner. Der zeigt ihm dann an, ja, sie bekommen eine Cola und Nachos, dann gibt er ihnen die Cola und Nachos raus und sie gehen direkt in den Film. Und müssen das heißt, es ist alles schon bezahlt und so genau, weiter. Genau, das ist alles bezahlt. Gericht, vorher genau. Alles aus, nimm genau. Mein Handy mit, QR-Code oder drück's genau. Aus. Ich drück's aus. Dann kommt er mit so einem Scanner, oder? Papier und einen 3D-Scanner, ne, halt das Ding einmal vor, das Ding macht Piep, der zeigt mir an, was es ist. Gleichzeitig ist es so, ich binde den Kauf an eine Vorstellung, das heißt, ich sage, okay, ich würde gerne nächsten Montag um 20 Uhr kommen, damit ich das vorbereiten kann, damit ich im Zweifelsfall das Popcorn hier stehen habe und bereit habe, ne, weil ich weiß ja nicht, wenn ich das da gekauft habe, auf einmal kommen 500 Leute, dann habe ich hier eine Schranke von 500 Leuten, ja. Ne, dann muss ich hier auch warten. Deswegen ja. Haben wir gesagt, okay, ich habe hier einen Anzeigenmonitor, okay, der wird gerne nächsten Montag um 20 Uhr in Fast and the Furious, da kommen 5 Leute, die haben das und das gebucht, damit derjenige schon bereit weiß, okay, mach schon mal die Hälfte vorbereitet, damit, wenn er ankommt, ich direkt das eben nehmen kann und er wirklich nicht warten muss. Aber mit Namen wird er noch nicht begrüßt. Kann man, könnte man auch noch erweitern, das wäre nicht das Problem. Wenn wir jetzt nur so langsam Richtung Kino UV-Lounge gehen. Ja. Christian, Vorsicht, da kommen gleich Stufen. Also, wir haben jetzt hier auf einer Ebene die ganzen Kinos oder wie viele Ebenen sind das? Genau, wir hier? Haben zwei Ebenen. Das sind, wie gesagt, insgesamt 12 Säle und ist die 13. ist dann die UV-Lounge. Wir haben in den 12 Kinos 2800 Sitzplätze und halt die UV-Lounge mit 136 plus 2 Behinderten, also 138 Sitzplätze dann geschaffen. Haben halt hier dann, wie gesagt, unten den Zugang zu dem Kinosaal, haben extra davor, das sehen wir gleich, noch eine Garderobe gebaut, sodass wir die Möglichkeit haben, also wenn der Gast kommt, der wird zum einen direkt hier am Eingang halt begrüßt von einem Mitarbeiter von uns, dann erhält er die Speisekarte, damit er einen Überblick über die Speisen hat, im Zweifelsfall halt auch die 3D-Brille, wenn er den Film in 3D sehen möchte und wird halt direkt die Garderobe abgenommen, wenn man das möchte und kann halt nach dem Film dort dann die Garderobe wieder abholen. Ich muss das immer wiederholen, Garderobe ist tatsächlich besetzt. Ich kenne auch Kinos, die haben eine Garderobe, die habe ich noch nie eingesehen, die meine Garderobe hätte entgegennehmen können. Gerade im Winter ist das manchmal sehr praktisch, weil dann liegt das ganze Zeug dann auf dem Boden und so weiter. Also ihr habt wirklich jemand dort genau. Stehen, nein, nein. Der nimmt die Sachen entgegen. Nein, nein. Das ist meine Begrüßungskraft, die steht extra hier, die muss halt, ne, wenn der nicht da ist, kriegt man keine Karte und keine 3D-Brille. Das kann ich nicht machen, ne? Das geht nicht. Also der muss auch hier stehen, sonst funktioniert das Ganze nicht und deswegen macht er halt auch die Garderobe. Und er hat von einer Speisekarte gesprochen. Hier gibt es tatsächlich eine Speisekarte, und zwar eine sehr exquisite, die mir hier drin gleich angeboten wird. Beziehungsweise genau. Wahrscheinlich an der Kasse bekommen oder gleich für die verteilt. Wo kriegt die eigentlich die bekommt hier. Ich habe hier, alles bereitstehen. Ne? Im Zweifelsfall halt Speisekarte und 3D-Brille bereit, die dann der Gast direkt in die Hand bekommt, während ich hier die Garderobe abnehme. Alles da. Getränke und Speisen. Ja, was haben wir denn hier? Lassen Sie sich für ein paar Stunden in die wunderbare Welt unseres Wohlfühlkinos entführen. Genießen Sie Speise und Trinken durch unseren Service. Das heißt, wenn ich mich da hinsetze, kann ich hier ordentlich mal einen bechern. Vom alkoholfrei bis Säfte bis Red alles Bull, da. Schweppes, das alles komplette da. Programm, was man auch bei uns an den Ständen Bier. Kaufen kann, plus noch ein paar Erweiterungen, die wir halt hier mit aufgenommen haben. Es ist so, dass vor jeder Vorstellung ein Mitarbeiter direkt an den Platz kommt und sie fragt, darf ich Ihnen was bringen? Sie direkt bestellen können, das direkt bezahlen können und dann vom Mitarbeiter an den Platz ihre Speisen und Getränke bekommen. So, und dann gibt es hier Mediterrane, Antipasti und so weiter. Wir wollen nicht zu viel verraten, weil wir gehen mal gleich in die Küche, wo dann echt alles frisch zubereitet wird. Das werden wir ja auch noch gleich sehen. Können wir gerne machen. Ja, wollten wir. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Wunderbar. Okay. So, die berühmte Doppeltür. Genau, für die Isolierung nach draußen, damit man draußen nichts hört. Ja, wie heißt es so schön? Gigantische Abmessung, gigantische Dimensionen.
Genau. Wir haben uns so eingebürgert mittlerweile, wenn wir Kinos vorstellen, egal ob privat oder eben hier wie eures hier, dass wir immer mal die Abmessung mal nennen, mal sagen, was denn hier so an Kubikmetern vorhanden ist. Was haben wir denn so an der Breite? Also wir haben, das ist, wie man ganz lustig sieht, ganz ziemlich quadratisch. Wir sind 18 Meter breit und auch 18 Meter lang. Das macht es für die Projektion nicht ganz so einfach, da muss man ein bisschen Aufwand betreiben. Aber wir sind auch wirklich hoch, also wir sind hier 15, 16 Meter haben wir bis zur Decke. Wir haben einen schönen Reihenanstieg, so dass man auch wirklich, also fast der Vordermann stehen kann, wenn man den Kopf im Bild nicht sieht. So dass man also von jedem Platz wirklich einen sehr schönen Blick auf ein Bild hat. Was war jetzt vorher von der Sitzaufteilung hier? Das war ja ein vorher echtes war das IMAX-Kino Ganze hier. Ein IMAX-Kino. Ja. Da waren, wir haben jetzt hier 7 Reihen drin, wir mussten also alles umbauen. Da waren 10 Reihen drin, da hatten wir ungefähr 250 Sitzplätze in 10 Reihen. Mit einem sehr geringen Reihenabstand, damit man die irgendwie hier reingequetscht hat. Genau, die wunderbaren Klappsessel, damit man da noch irgendwie in die Reihe durchkommt. Und gleichzeitig war es halt so, dass wir hier, weil wir halt, ich sag mal, nur 16 Meter bis zur Decke hatten und IMAX halt Mindestanforderungen an die Höhe der Leinwand gemacht hat, mussten wir hier sogar einen Graben drin haben, sodass es also jetzt hier noch 3 Meter nach unten ging, in den Keller rein, damit die Leinwand also wie gesagt dann irgendwie hier reingepasst hat. So, jetzt sagte ich vorhin schon im Vorspann, so wie ich es mal ausdrücken, dass das Kino, das IMAX hier 2002, 2003, war noch ungefähr ausgemacht worden ist. Die haben alles wieder mitgenommen, die Jungs von IMAX? Die haben alles mitgenommen. Das Einzige, was hier drin standen, waren noch die alten Stühle. Die Leinwand war raus, die Tontechnik war raus, die haben die Leitungen mitgenommen, die haben alles mitgenommen, die haben den Projektor mitgenommen. Die haben sogar das Projektionsfenster wieder mitgenommen. Also wir hatten oben dann noch nicht mal ein Fenster mehr drin. Die haben wirklich alles, was so nicht nied- und nagelfest war, mitgenommen. Dann stand es seit 2003 leer. Wir hatten ein, zwei Bandveranstaltungen, weil wir hier eine wunderbare Akustik drin hatten. Einfach befreundete Bands, die wir irgendwie aus Bekanntenkreisen hatten, die mal gesagt haben, ey, boah, ich habe mal gehört, ihr habt da so einen Saal, der ist super Akustik. Ne, dann haben die hier so eine kleine Bühne reingebaut. War ganz lustig, weil hier halt diese riesige Grabe. Ne, und dann haben die hier sozusagen ihre Aufnahmen mitgemacht oder dann auch mal ein kleines Konzert gemacht. Und dann haben wir irgendwann überlegt, wir haben halt diesen riesen Saal im Haus, der nicht genutzt wurde und haben halt dieses Kino, Lounge-Kino mal überlegt und sind dann zur Idee gekommen, lass uns das mal hier umsetzen. Und wie gesagt, es war doch sehr viel aufwendiger als gedacht. Also wie gesagt, die ganze Aufsattelung musste gemacht werden, die ganze Verkabelung musste neu gemacht werden, die ganze Projektion natürlich. Dann diese Kronleuchter, die natürlich vorher nicht drin waren, die mussten reingebaut werden. Dafür mussten wir auch sogar auf dem Dach noch ein Häuschen bauen, damit der ganze Kabelsalat oben auf dem Dach landet, beziehungsweise auch die Motoren an einem Punkt sind, den ich warten kann, weil was bringt mir in 16 Meter Höhe ein Motor, wenn dann der nicht mehr funktioniert, wie komme ich da dran? Sodass da also auch noch einiges gebaut werden musste. Die Bauzeit war natürlich deutlich länger und was am längsten gedauert hat, lustigerweise in diesem Saal, war die ganze Genehmigung. Also bis ich die Zertifikate hatte, bis die Stadt gesagt hat, ja, du darfst es eröffnen. Wir sind in Deutschland, wir sind in Düsseldorf. Ja. Das sind eine Menge Leute, die was zu sagen haben. Das Schöne ist in Düsseldorf, wir haben in Düsseldorf die höchsten Brandschutzanforderungen in ganz Deutschland. Durch ein tragisches... Genau, wir hatten einen Tragesunfall im Flughafen in Düsseldorf und seitdem ist Düsseldorf, also es ist wirklich ganz extrem. Ich habe Sachverständigengutachten, die dann nochmal vom TÜV oder von der DEKRA nochmal bestätigt wurden und solche Sachen in dreifacher Ausfertigung. Also ich habe oben bei mir im Büro 3 Akten nur stehen mit Zeugnissen von diesem einen Saal. Das kostet auch richtig Geld, ne? Ja. Das war ein ganz schöner Aufwand, der betrieben werden musste. Und wie gesagt, ich habe für jede Schraube, für jede Armlehne, für jedes Stück Teppich, für Wandbespannungen, sogar für die Kabel, für die Kronleuchter musste ich für alles ein Zertifikat haben, dass es in der folgenden Variante abbrennt oder nicht brennt oder gar nicht brennt oder auf gar keinen Fall brennen kann. Also das war sehr aufwendig. Hat uns auch viel Zeit gekostet. Da haben wir also wir wollten eigentlich fast ein Dreivierteljahr früher eröffnen. Also wir wollten eigentlich Anfang 2014 eröffnen, sind dann Ende 2014 geworden. Der Saal war Anfang 2014 fertig. Wir haben da groß Druck gemacht bei den Handwerkern, aber ist nichts draus geworden. Also die Notausgänge sind einmal rechts, einmal links hier auf dieser Ebene und auch nochmal 2 Notausgänge in dem Bereich. Da kommt man also auch sehr gut raus. Gut, ich würde sagen, wir setzen uns mal. Genau. Diese Idee, diese Lounge hier draus zu machen, die kommt ja nicht von ungefähr her. Habt ihr mal den Markt analysiert, um zu sagen, okay, wir müssen uns irgendwie differenzieren und wir haben gemerkt, die Kinobesucher haben den Wunsch eben, ja, was eigentlich? Mehr Bequemlichkeit, größeres Bild? Es ist schwierig. Also es gibt viele Versuche in Deutschland irgendwie ein etwas besseres Kino zu machen. Premium-Kino ist immer die Idee gewesen. Da gibt es halt viele Standorte, die das irgendwie mal ausprobiert haben und einfach mal was Besonderes schaffen wollten. Die haben aber meistens den Nachteil gehabt, dass sie einfach einen Kinosaal haben, der in den 70er, 80ern, 50ern im Zweifelsfall gebaut ist. Recht klein, langer Schlauch, kein großes Bild. Da kann ich zwar schön ein Interieur machen
und keine Ahnung, schöne Wandbespannung rechts und links und schöne Sitze rein. Aber am wirklichen Kinoerlebnis, sprich Bild und Ton, ist da relativ eingeschränkt, weil halt einfach die Kinos so gebaut wurden in den Jahren. Und wir hatten halt diesen Kinosaal zur Verfügung und wir einfach gesagt haben, ich sag mal, ein 13. Kinosaal mit einfach nur mit 150 Plätzen, den brauche ich nicht. Ich habe 12 Säle, ich habe 2800 Sitzplätze. Da, also das ist nicht die Idee gewesen, da brauche ich unbedingt noch einen Saal mehr, sonst komme ich nicht mehr hin. Sondern war einfach die Sache, was kann ich da noch Besonderes mitmachen. Und da ist halt diese Lounge-Idee geboren worden. Und wir haben einfach gesagt, okay, ich muss mich auch ein bisschen absetzen. Das UCI in Düsseldorf hat ihr iSense-Saal gemacht und ihr Konzept umgesetzt. Und wir haben gesagt, okay, da geht noch mehr, da kann man mehr machen. Also das nur so ein bisschen Ledersitze und keine Ahnung, ein Stück neuen Teppich. Da wollten wir noch ein bisschen Schritt drauf. Und dann ist halt die Idee gekommen, mit dem Service am Platz den Saal besonders schön zu machen, halt die neueste Technik rein. Und so ist das Ganze halt dann ins Leben gerufen worden. Und wir haben uns halt natürlich bei anderen umgeguckt, die das mal umgesetzt haben, also sprich in ihren Sälen das mal ausprobiert haben und sind dann halt von einem Punkt zum nächsten gekommen und am Ende ist halt dieser Saal rausgekommen. Also was hier wirklich äußerst beeindruckend ist, was ich auch in dieser Art nicht kenne, weil das ist das Glück, dass ihr ein IMAX-Kino nutzen konntet, ja, ist eben wirklich dieses Verhältnis zum Sitzabstand zur Bildbreite. Ja? Also wenn ich hier sitze und wir haben uns Vorfeld nur ein paar Beispielsequenzen mal angeschaut, hier in 2 und in 3D, also das gesamte Sichtfeld ist komplett mit dem Kinobild ausgefüllt. Also besser geht es eigentlich in der Hinsicht nicht mehr. Ist allerdings auch vielleicht nicht für jedermann Sache, was wenn man da im vorderen Bereich ist. Also dann würde ich schon eher überlegen, da hinten zu gehen. Und die Sitze an sich haben es nämlich auch ganz schön in sich. Man sieht das auch gleich an den Sitzen einer Reihe drüber nochmal. Das wäre dann die 7. Reihe, ist das richtig? Habe ich genau mitgezählt? Die 7. Reihe hat nämlich noch ein paar nette Besonderheiten. Zu den Sitzen selber, man fällt hier auf, ich bin 1,80 immer noch, ich kann mir gut die Beine gerade machen, das ist ja also überhaupt kein Problem. Ich habe hier ein nettes kleines Tischlein. Genau. Ich kann aber auch, wenn ich mit meiner allerliebsten, herzallerliebsten hier bei bin, kann ich auch diese Sachen hier entfernen. Genau. Und dann mache ich was? Das geht genau, so also man könnte, wir könnten jetzt hier kuscheln, indem wir den Armlehnen hochmachen und wir haben die Möglichkeit, jeden einzelnen Tisch schön aus dem Weg zu nehmen. Unten runter ist der Knopf. Ach, da ist ein Knopf drunter? Runter, okay, genau. Klappt der runter. Und schon haben wir einen Doppelsitz oder ich kann das halt, wenn ich mich querlegen will, auch die nächsten 5 Plätze nebeneinander alle schön alles hochmachen. Oder ich mit meinen ganzen Freundinnen mitkommen. Mit ganzen Freundinnen alle nebeneinander schön auf die große Bank setzen. Das ist schon mal sehr bequem. Dann kann ich ihn schön nach hinten lehnen. Genau. Und was aufgefallen ist, also ihr habt das wirklich so berechnet, dass ich, egal wie groß der gute Mann vor mir oder die gute Frau vor mir ist, ich sehe da gar nichts mehr. Also ich sehe nicht mehr die Umrisse eines Kopfes, ich sehe einfach nichts mehr, ich sehe nur das Bild. Also das ist auch also sicherlich ist nicht in jedem Kino normal. Genau, es ist fast so, dass also der Vordermann kann sich fast schon hinstellen und ich sehe nicht mehr den Kopf. Also da muss er sich schon wirklich Mühe geben, damit er mir im Bild rumhuscht. Gut. Zur Leinwand, also Quatsch, ja doch, zur Leinwand mal eben. Ihr habt da ja einen sehr schicken Vorhang, das ist ja so schön klassisch Retro, genau, ne? Genau, wir haben jetzt halt hier einen Wolkenvorhang, gibt es in Deutschland auch nur sehr, sehr wenige. Da ist halt das Besondere, wir ziehen ihn halt nach oben. Das heißt, der wird nicht nach rechts und links gezogen. So haben wir wirklich die komplette Breite der Leinwand nutzen können. Also die komplette Breite dieses Saals haben wir genommen, um halt dann das Bild breit zu kriegen. Der Vorhang ist ein bisschen aufwendiger, ein bisschen schwerer. Wirklich aufwendig einzubauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so rot angestrahlt mit den Kronleuchtern davor sieht natürlich auch wirklich sehr gut aus. Kronleuchter ist eine coole Nummer. Wo kamen die denn her? Kronleuchter? Das haben wir extra ausgesucht. Da gibt es auch lustigerweise wirklich tausende Modelle in Glas, in Kristall, in ich weiß nicht was. Also wir haben lange gebraucht, bis wir wirklich welche gefunden haben. Am Anfang haben wir gesagt, ja, so 1,50 Meter. Verliert sich aber dann, glaube ich, Dimensionen. Die sind jetzt 2,20 Meter und als sie unten am Boden standen, habe ich gesagt, oh Mann, ist das ein Kavenzmann. Mann, das ist ja ein Riesending. Jetzt, wo er da vor der Leinwand hängt, ne, bei 16 Meter nach oben und 18 Meter rechts und links, ist er doch fast schon wieder klein. Ne, also das ist dann aber auch schon wirklich das Größte, was wir hier so reinbuxiert bekommen haben. Und der geht dann elektronisch auch hoch, wenn die Leinwand mit hochfährt, geht der ganz mit nach oben. Genau, wir fahren ihn ganz nach oben. Wir haben extra da oben noch so Hussen dran gemacht. Das ist, also er geht wirklich bis in die Decke. Die Hussen sind einfach nur gegen die Reflexion, weil man muss ganz klar sagen, ist halt Glas. Kristall. Ne, wenn ich da ein bisschen Licht drauf mache, habe ich hier irgendwelche Punkte, die im Bild rumlaufen und das will ich nicht. Ne, deswegen haben wir da extra nochmal einen Vorhang drumherum gemacht, damit wirklich auch gar keine Reflexionen irgendwie in den Saal oder auf die Leinwand kommen. Wenn ich jetzt hier als Gast reinkomme und ich kriege auch noch etwas zu futtern, was erlebe ich denn sonst noch hier? Wie viel Werbung macht ihr hier auf dem Vorfeld?
Also es ist so, man kommt ganz am Anfang halt in den Saal rein, setzt sich hier hin, dann kommt ein Mitarbeiter von uns, der einmal fragt, was man essen oder trinken möchte. Mhm. Wie gesagt, kann man sich aus der Karte dann aussuchen. Ja. Das wird dann direkt bezahlt und direkt auch an den Platz gebracht. Das findet alles nur vor dem Film statt. Also sobald der Film läuft, kommt natürlich keiner mehr vorbei, sonst läuft er natürlich durchs Bild. Ich habe noch die Möglichkeit, wenn ich sage, okay, ich würde gerne zu meinen Mitarbeitern, die dann oben oder unten dann sind, noch gerne was noch holen. Also es ist gar kein Problem, wie auch im normalen Kino, sich die Sachen noch zu holen. Aber ich bediene halt nicht mehr direkt am Platz, wenn der Film läuft. Okay. Wir beginnen dann direkt vorher noch ein halbes Willkommensbildschirm nach dem Motto Herzlich Willkommen in der Uferlounge. Dann zeigen wir einen Trailer oder gegebenenfalls sogar zwei für die nächsten Filme, die demnächst in der Lounge laufen werden. Also hier laufen genau, wir? Genau, nur in diesem Saal. Mhm. Ne? Also jetzt der nächste wäre zum Beispiel Fast and the Furious 7, den wir also demnächst dann hier zeigen werden. Also läuft dann hier ein Trailer für Fast and the Furious 7 und dann geht der Film los. Es gibt keine Werbung, keine Minute, keine Ahnung. Keine Werbung, gar nichts, Matthias? Gar nichts, überhaupt nichts. Es das heißt, wenn da halb neun steht, gibt es ja welche, die kommen dann immer erst gegen neun, weil sie läuft sowieso eine halbe Stunde Werbung. Das dann wäre haben fatal, sie Pech gehabt. Ja? Genau, dann haben sie leider die erste Viertelstunde nicht gesehen. Wir warten am Anfang immer ein bisschen, weil wir genau wissen, die Leute kennen das einfach, ich komme lieber später, weil dann muss ich mir die Werbung nicht angucken. Ja. Nein, ist, ne, wir warten meistens so 10 Minuten, Viertelstunde, wo wir die Gäste noch am Platz begrüßen, wo wir ihnen noch ihr Essen oder Getränke bringen. Und dann, ich würde mal sagen, so gerade wenn wir 20.30 Uhr beginnen, offiziell dann ist 20.45 Uhr spätestens geht der Film los. Finde ich cool. Und jetzt wird es ganz kuschelig, wie ich ja schon erwähnt habe, in der letzten Reihe, also Reihe 7, für alle die jetzt mal ein Ticket buchen möchten, gibt es diese kleinen Suiten, so würde ich es mal bezeichnen. Genau. Ne? Das heißt, hier kriegt man gar nichts mehr mit, was beim Nachbarn passiert oder was man hier selber machen möchte und kann es den Nachbarn dann nicht mehr zeigen. Das ist also die gesamte komplette Reihe. Genau. Auch die kann ich wieder hier auseinandernehmen. Genau, hier kann ich aus jedem wieder mich ein bisschen mehr kuscheln. Wunderbar, wenn der Film mal nichts ist, ne? Und zu Hause die Eltern wieder sind, wie auch immer. Also das ist schon ein ziemliches Investment, was hier getätigt worden ist. Ne? Genau, wir haben einen ganz schönen Aufwand betrieben für diesen einen Kinosaal, muss man auch so ganz klar sagen. Ich will mal ruhig mal ein paar Zahlen sagen, damit man mal weiß, wozu man sein Kinoticket oder wofür das Kinoticket eigentlich ausgegeben wird, beziehungsweise was da eigentlich an Kosten so hinter ist. Wir hatten bei einem der letzten Kinobesuche mal so ein paar Zahlen genannt bekommen zum Thema Stromverbrauch. Ich habe gehört, hier ist auch ein ziemlich sechsstelliger Stromverbrauch für den ganzen Kinokomplex, ne? Ja, wir haben, naja, das Haus ist nicht klein, es ist halt ehemalige Paketkost, es ist ein Riesengebäude. Wir haben so Stromkosten im Jahr um die 300.000 Euro. Die anfallen, um das Ganze hell beheizt und ich weiß nicht was zu kriegen. Es gibt unzählige Räume und Türen. Ich stelle immer wieder fest, dass ich, keine Ahnung, einmal im Jahr finde ich immer noch einen Türenraum, wo ich vorher noch nie gesehen habe. Ich mache das auch schon seit ein paar Jahren hier. Also auch gerade das komplette Gebäude ist auch unterkellert. Also ist schon ganz schön also großer Komplex. Ja, ich sag mal, ich habe jetzt keinen Taschenrechner, aber so 6.000, 7.000, 8.000 Euro so um den Bereich am Tag an Stromkosten. Das kommt schnell zusammen. Ich sag mal so, im Winter ist es mehr, im Sommer ist es weniger. Klar. Oder auch wenn es besonders heiß ist, kommt die Klimaanlage dazu und dann ist es wieder noch mehr. Also das ist schon immer ein ganz schöner Aufwand, der betrieben werden muss, um dieses ganze Ding irgendwie hell und warm zu kriegen. So, auch kein allzu großes Geheimnis, jedenfalls für die Insider, die in dieser Branche tätig sind, sind mal so die Anteile der Filmfirmen an einem Kinoticketpreis. Also man denkt ja vielleicht, diese 10 Euro oder 15 Euro, die gehen zum größten Teil in die Tasche des Kinobetreibers. Das ist aber bei weitem nicht so. Im Durchschnitt zahlt man ungefähr von so einem Kinoticket wie viel Prozent an den Kinoverleih? Also der Filmverleih nimmt bei einem Hauptfilmstart in den ersten 6 Wochen 53% der Eintrittskarte. Also am 10 Euro ist am einfachsten zu rechnen, da gehen 5 Euro und ein bisschen direkt, also ich gebe 10 Euro in der Kasse ab und 5 werden direkt am gleichen Tag überwiesen nach Berlin, München oder wo auch immer die gerade sitzen. Und egal, wie groß der Saal ist, in dem der ganze Spaß stattfindet? Genau, es ist völlig egal, was für ein Saal das ist einfach an den Film gebunden. Also wenn ich jetzt hier diesen Film zeige, dann kann hier passieren in dem Saal, was will. Der Kinoverleih oder der Filmverleih bekommt auf jeden Fall seine 53%. Und damit geben sich manche nicht mal zufrieden, die würden gerne noch mehr nehmen. Genau, aber es gibt immer wieder Diskussionen nach dem Motto, kann es auch ein bisschen mehr sein, wir würden gerne irgendwie 55% kriegen, da ist immer wieder was los. Also da gerade, wie gesagt, mein liebstes Beispiel ist wirklich Jurassic Park, da hat man einen Tag vorher noch diskutiert, wir hätten gerne 55% und es ist wirklich einen Tag vorher, mein Vater war da komplett involviert, diskutiert worden und also einen Tag vor Start Jurassic Park war noch nicht klar, ob Jurassic Park in Deutschland startet. Also es hätte
hätte passieren können, dass in ganz Deutschland der Film Jurassic Park nicht gezeigt wird, weil die Filmverleiher gesagt haben, wir wollen 55% und die ganzen Kinobetreiber haben gesagt, nee, das geht nicht, das können wir nicht machen, dann will der nächste Film auch 55% und sie sind einen Tag vor Filmstart eingelenkt und haben gesagt, okay, ja, wir einigen uns wieder auf 53%. Also Jurassic Park ist aber schon ein bisschen älter, wir reden von dem Original Jurassic Park. Genau, wir essen von dem, reden von dem. Also bis dato habt ihr euch noch alle... Bisher haben wir uns jedes Mal, wenn die gekommen sind, haben sich die Kinobetreiber zusammengeraufen und haben gesagt, nee, das können wir nicht durchgehen lassen. Wir müssen sagen, 53 ist die absolute Schmerzgrenze und das hat bisher immer funktioniert. Okay, das heißt also, ihr müsst schon ein paar Tüten Popcorn verkaufen, genau, damit muss, der ganze Laden hier am Laufen bleibt. Das muss man auch immer sagen. Ich verdiene an der Kinokarte eigentlich nichts mehr, ne, sondern da kriege ich, wenn ich Glück habe, meine Kosten mitgedeckt. Ich verdiene mein Geld am Popcorn, an den Nachos, an den Cola, an dem Bier und was auch immer, was man nebenbei kauft. An der Kinokarte muss man ganz klar sagen, geht einfach alles für die laufenden Kosten beziehungsweise einfach die Hälfte an den Filmverleiher rauf. Ja, mehr. Ja, mehr. Okay. Jetzt habt ihr ja auch in den letzten Jahren hier die große Digitalisierung gehabt. Genau. Das heißt, alle Kinosäle mussten komplett auf digitale Technik umgestellt werden. Das gucken wir uns gleich mal an, mit welcher Digitaltechnik hier im Haus gearbeitet wird. Vom Soundformat haben wir hier eine 7.1-Anlage oder 7.2-Anlage. Ne? Ja. Da sind zwei Subwoofer verbaut. Ja. Okay, kurze Aufteilung. Wie ist das hier aufgebaut? Hier? Aufklärung, das vorne hinter der Leinwand, die ist schalldurchlässig, befinden sich die vorderen Frontkanäle. Genau, da sind die vorderen Frontkanäle und die Subwoofer. Die Boxen, wie man sieht, kann man gleich nämlich schön einmal komplett herum, ja, groß verteilt. Was ich auch immer merke, wenn man in dem Saal sitzt, wir haben natürlich hier eine schöne Holzaufsattlung, die vibriert wunderbar, ne, sodass, wenn man da ordentlich Bass kommt, man das auch im ganzen Körper merkt. Das stimmt, das haben wir vorhin gemerkt. Das war fast wie so ein kleiner iBeam-Effekt, den wir hier hatten. Das war schon ordentlich. Nee, das ist auch. Also vibriert jetzt nicht in Form von, dass es irgendwo klappert, sondern es ist wirklich zu fühlen. Nein, ist ein Fühlen. Ne? Das hat auch im Endeffekt sich dann gegen die Metallaufsattlung durchgesetzt. Ne? Das war die Diskussion, ne? Macht man das Ganze in Stahl oder macht man es in Holz? Und Holz ist zwar schwieriger dann vom Brandschutz, aber vom Feeling für den Saal ist einfach eine Holzaufsattlung einfach das Beste, was geht. Cool, okay. Ich sag mal so, wir haben ja jetzt in den letzten Monaten sehr viel über Auro und Dolby Atmos gesprochen. Das ist ein Thema, was auch hier schon mal beobachtet worden ist. Natürlich, also das ist immer ein Thema, gerade im Sound kann man, es hat sich jetzt viel getan, ne? Die Digitalisierung ist jetzt ein paar Jahre her, dann kamen jetzt also diese ganzen 3D-Sound-Varianten, die angeboten wurden. Da gab es am Anfang halt, ne, welche Systeme setzen sich durch, die Diskussionen. Man muss ganz klar sagen, hier in diesem Saal ist es bisher einfach so gewesen, dass der Aufwand für, ich sag jetzt einfach mal, nur 138 Sitzplätze nicht in den Möglichkeiten war. Also dass man sagen konnte, okay, das kriegt man irgendwie durch einen Eintrittspreis dann auch irgendwie die Investition wieder zurück. Sodass man einfach sagen muss, okay, wir haben nur ein 7.1-Sound-System, aber ich sage jedem, kommt mal vorbei, hört es euch an. Ich sag mal, nur 7.1, das rumpelt hier schon ganz ordentlich. Das geht ganz ordentlich. Aber wir sollten auch, wenn wir schon einmal hier in diesem Beitrag über Zahlen reden, mal kurz erläutern. Also wenn er jetzt hier mit Dolby Atmos mal als Beispiel arbeiten würde, kommt noch mal ein großer sechsstelliger Betrag zustande. Genau. Was war dazu Pi mal? Genau, wir haben ein Angebot gehabt für diesen Saal für 128.000 Euro nur die Technik. Ohne Installation, genau. Ich muss ja irgendwie hier noch in den Saal irgendwie eine Traverse einbauen, die irgendwo befestigt wird. In zum Teil 16 Meter Höhe vorne ist das auch nicht immer ganz so einfach. Ne, die muss auch irgendwo drangeschraubt werden. Da kommen dann auch nochmal eine ganz schöne Menge an Kosten dazu. Und das sind dann für 136 Sitzplätze dann doch. Genau, weil der damalige Architekt hat vergessen, dass man hier irgendwie mal an diese Decke müsste, wenn da mal was dran wäre, weil mit einer Leiter geht hier nichts bei dieser Höhe. Also es gibt noch nicht mal die Möglichkeit mit so einem Bollerwagen hier rein, der dann irgendwie so einen langen Arm hat, der dann so hochfährt. Da geht gar nichts. Genau, also wenn da oben eine Lampe kaputt geht, habt ihr schon ein Problem. Ja? Genau, das war es dann auch. Also wie gesagt, die Eingangstüren sind auch 1,60 Meter breit. Ich kriege, also wir haben, als wir die Kronleuchter installiert haben, das Problem gehabt, komme ich da oben an die Decke? Da hieß es, ja, gibt es so Hubwarenkragen, den fährst du da rein, kein Ding. Ja, dann hat man festgestellt, Die Tür passt halt nicht rein. Im Endeffekt haben wir dann ein komplett stehendes Gerüst in diesen Saal reinbauen müssen. Also ein Gerüstbauer, der da 16 Meter nach oben gebaut hat. 4x4 Meter nach oben so einen Turm reingestellt auf Rollen, den wir dann rüber hin und her geschoben haben und dann das Ganze oben bearbeitet haben. Aber wir haben auch ganz klar gesagt, wir kommen da oben nie wieder dran. Also nicht ohne den Laden wieder zuzumachen, da ein riesen Gerüst reinzubauen und wieder... irgendwie da hochzuklettern. Das ist leider nicht nur in diesem Saal so, sondern auch in den anderen Sälen. Das war irgendwie beim Architekten so, ja, kein Problem, hier kommt die Leiter, so stellt dann Gerüst rein, das ist gar kein Ding, dann seid ihr oben an der Decke, das kann ja jeder. Ne? Das ist beim Einbau kein Thema gewesen, da stand das Gerüst, aber danach nie wieder. Und also wenn ich jetzt Lampen tausche, das ist doch etwas aufwendiger.
Also man hat eine ziemlich große Auswahl hier, wenn es um die Verköstigung geht. Genau. Und das wird dann hier gemacht. Wie viele Leute sind dann hier? Weil wenn der Saal ja voll ist, müssen die ja schon Gas geben. Sind genau. Ein paar ganz schöne Strecken, die genau, da so ein bisschen was zu laufen. Rechts und links haben wir die Eingänge zu dem Saal. Wir haben zwischen 4 und 6 Leute im Einsatz. Kommt halt darauf an, wie die Reservierungen sind, was an Leuten voraussichtlich da sind. Wobei ich halt meinen kompletten Personalstamm aus dem Hause hier nutze. Also ich habe insgesamt 60 Mitarbeiter hier im Hause. Wie viel? 60. Okay. Und wie viel davon fest und der Rest dann saisonelle Kräfte? Nein. Die sind alle haben fest hier, aber ich habe nur 2 Vollzeiter und alles andere sind Teilzeiter. Okay. Die dann im Einsatz sind. Und wie gesagt, hier für die Lounge sind dann extra immer in minimal zu viert und so am Wochenende zu 6, beziehungsweise dann hilft auch noch mein Teamleiter dann noch mit, wenn es noch mehr sind. Also sind sie auch mal zu 7 im Einsatz. So, und hier ist die Bedienungsanleitung für das, was es zu essen gibt, genau. Und wie es dann entsprechend zubereitet wird. Genau, wir haben ein Buch, wir haben das mal bilderisch immer dargestellt, weil das am einfachsten ist, ne, sodass jeder ein Bild haben kann und sagen kann, so muss es am Ende aussehen, damit wir irgendwie das Ganze zusammenhalten, damit klar ist, was ist. Die Speisen werden im Zweifelsfall halt dann jetzt kurz hier zubereitet, fertig gemacht, in den Kühlschrank gestellt und dann im Zweifelsfall rausgebracht. Bei den Getränken haben wir auch überall an Bildanleitungen, wir haben überall Bilder angemacht, weil das ist am einfachsten, wenn da irgendwie Text steht, ne, tu einen Strohhalm rein, dann fängt einer an, macht den Strohhalm in die Flasche oder irgend so ein Quatsch. Ne? Also haben wir gesagt, lieber Bilder, da kann man am wenigsten falsch machen. Und wie wird es angenommen? Das läuft sehr gut. Also wie gesagt, immer, es gibt immer wieder Unterschiede. Mal ist der Delikatessenteller oder der mediterrane Antipasti mal mehr. Das ist, keine Ahnung, von Film zu Film immer wieder unterschiedlich. Was sehr gut geht, das haben wir auch erwartet, sind Wein. Weil so normalerweise im Kino, wer kauft sich am Stand vorne großen Weinglas? Das klingt, ne, so ungefähr. Das kommt selten vor, aber hier ist von den Getränken, also die Weißwein gehen immer. Ist immer eine große Nachfrage. Und was ich ganz klar sagen muss, die Leute gehen immer noch ins Kino und wenn sie ins Kino gehen, wollen sie Popcorn und Nachos. Wir haben ganz am Anfang gesagt, nee, Popcorn und Nachos wollen wir eigentlich nicht. Das fragt doch keiner nach. Also hier in dem Kino, in dem Saal. Ne? Ja, aber sonst gibt es das ja bei euch. Nein, sonst gibt es das, genau. Ne? Aber die Nachfrage war so groß, weil einfach alle verbinden zum Kino ein großes Tüte Popcorn, irgendwie Nachos. Also haben wir es auch hier mit aufgenommen, haben gesagt, okay, wir nehmen nicht irgendwelche Plastiktüten, sondern wir tun das in eine Karaffe. Habe ich da vorne so ein Apparat gesehen. Genau. Das macht ihr extra für diesen Saal. Extra für den Saal, extra hier oben haben wir das bereit. Sodass der das dann hinbringen kann, weil einfach die Leute, wenn die ins Kino gehen, wollen die einen Popcorn haben. Gibt es auch FS-Eis hier? Was ist bitte FS-Eis? Ja, so ganz normales Eis. Ja, aber natürlich. Das gibt also es. Das ganz normale Sortiment an unseren Eis. Das kann ich hier auch bestellen. Alles in der Karte bringe ich Ihnen direkt am Platz. Okay, alles klar. Bitteschön. Gut, danke. Dann würde ich sagen, jetzt wieder Eis. Nein, jetzt wieder kein Eis, der darf nicht. Der darf nicht. Wir gehen jetzt mal in den Technikraum hinein und schauen mal, mit was denn da gearbeitet wird. Ja, jetzt haben wir mal einen kleinen Rollenwechsel gemacht. Das ist hier unser Cheftechniker Christoph. Herzlich willkommen in der Uferlounge. Guck mal. Er ist ein altes Eisenkreuz, muss ich sagen, ist nicht fair. Aber er ist schon seit wie vielen Jahren jetzt dabei in der ganzen Branche? Seit 1996, also es werden bald 20 Jahre. Da muss er schon als Schüler angefangen haben, würde ich sagen, oder? Ja, mit 18 darf man ja erst, aber vorher schon mal im Schulfilmclub aktiv gewesen. Und ein Kollege sagte immer, einmal Film berührt, lässt man Film nie wieder los. Er hat leider recht gehabt. Ist so? Ja. Also fast Tag und Nacht hier? Ja, mein Feldbett habe ich jetzt noch nicht hier, aber meine Chefs, die witzeln da ganz gerne mal rum und sagen... Ja, weil ist doch ein langer Tag immer, ne? Also man ist ja meistens der Letzte, der ja vielleicht mit das Licht ausmachen muss, ne? Je nachdem, wie lange die Vorstellungen gehen. Dank Digitaltechnik nicht mehr. Das hängt halt immer davon ab, wie man das dann strukturiert. Also ich bin schon in den Morgenstunden hier und je nachdem für Sonderveranstaltungen oder solche Geschichten ist man natürlich dann logischerweise vor Ort. Ansonsten haben wir dann halt immer technisch geschultes Personal, was dann halt Kontrollen macht, eingreifen kann bei Störungen und sonst gibt es ja ein Handy. Man kann ja ziemlich viel auch mit Fernwartung machen, das heißt Logfiles auslesen, in den Projektor reingucken, wie ist der Status vom Decoder-Board. Man kann den Server, den Ausspielserver sich ansehen. Man kann schon inzwischen auf die Tonprozessoren sich ja einwählen, sehen, wie ist da der Status, wo sind die Probleme. Es gibt schon vernetzbare Endstufen und solche Geschichten. Also so, ich sag mal, vieles ist sehr dezentral geworden. Ja, aber ich sag mal, einer der Kritikpunkte, die man schon mal hört als Kinogänger, dass man dann sagt, okay, der sitzt jetzt hier irgendwo auf der Welt und drückt auf den Knopf und kann theoretisch dann 1000 Kilometer entfernt den Beamer starten, weiß aber nicht, wie das Bild nachher aussieht. Ihr guckt schon da ab und zu mal nach, oder? Ja, also wir versuchen uns da vom Mitbewerber ein bisschen abzuheben, indem wir halt da Manpower reinstecken. Wie gesagt, auch unsere Einlasser, die sind sehr geschult. Das heißt, wir
führen die halt auch durch die Vorführräume, erklären denen halt die Technik, wie geht was, wie kommt das Bild zustande, worauf ist beim Ton zu achten. Und wir haben auch regelmäßige Qualitätskontrollen, die wir hausintern machen, zusätzlich zu den externen Fremdwartungsfirmen, die dann halt einmal jährlich noch eine Wartung machen. Und auch insbesondere Ton ist so ein Ding, was mir ans Herz gewachsen ist. Und was ist da ans Herz gewachsen, was Ton angeht? Ja, also wir machen unsere Einmesskontrollen auch selber. Zwecks dessen haben wir uns damals von Bull & Kehr ein relativ teures Messgerät zugelegt, was eigentlich, sag ich mal, Laborcharakteristiken hat, um halt, sag ich mal, High-End messen zu können. Und das lag halt schon in der Größenkategorie eines Kleinwagens. Auch das Mikrofon, das lassen wir auch regelmäßig neu kalibrieren, damit wir halt auch wissen, dass die Pegel, die wir messen, dann auch entsprechend sind. Und so versuchen wir dann halt auch den Normen zu entsprechen. Und ja, ich persönlich versuche mich halt auch immer bezüglich der technischen Dinge weiterzubilden. Elektroakustisches Wissen ist natürlich sehr von Vorteil, wenn man solche Anlagen dann einmisst oder auch beurteilt. Und so machen wir dann also mindestens zweimal im Jahr eine sehr gründliche Qualitätskontrolle, was auch wirklich beinhaltet, dass ich hinter die Leinwände klettere, was eine ziemlich fiese Arbeit ist, mir auch die Membran nochmal ansehe, wie sieht die Sicke aus, wie sehen die Kabel aus, manchmal rüttelt sich was los. Es kann passieren, dass sich auch die Lautsprecher bewegen, weil wir die halt nicht gerne festmontieren, da man ja quasi zu dem Gerüst sonst eine Brücke baut und dann fängt es an zu rappeln. Und wir versuchen halt auch auf die kleinen Dinge schon Wert zu legen. Hört sich gut an. Ja, man tut, was man kann. Gut, bevor wir uns gleich mal die Thematik Audio anschauen, was da so an Technik hintersteckt, jetzt sind wir ja hier an dem sogenannten Projektor, dem Digitalprojektor. Genau. Also wir haben hier in unserem Haus im Saal einen Barco DP2K32B, wie der Name schon selber sagt, ein 2K-Projektor. Wir haben uns speziell für den entschieden, da Barco, was die Lichtausbeute besonders weit vorne liegt. Und bei der großen Leinwand und 3D ist es natürlich erforderlich, dass wir da auch große Maßstäbe setzen. Und zu diesem Zweck haben wir dann halt uns entschieden, auch hier einen 7kW-Kolben einzubauen. Nur um mal ein Bild hier davon zu machen, das ist die Verpackung eines solchen Kolbens. Ne? Du kannst dann auch hier erkennen, 70B, das ist, oder BA ist die genaue Bezeichnung, sprich dann 7000 Watt Lampenleistung, sage ich mal. Und damit können wir dann halt auch die entsprechende Helligkeit hier erzielen. Also wir liegen auch hier deutlich über den Richtlinien der DCI, trotz der großen Leinwand und ich sag mal so, dank des Projektors. Das ist eine Silberleinwand, ne? Die ist eingesetzt werden muss, unter anderem wegen dem 3D-Verfahren, das wir auch mal gleich demonstrieren können, weil das haben wir in der Art auch noch nicht gesehen, haben nur viel von gehört. Und das gucken wir gleich mal an. Diese Lampe hier hat was für eine Lebensdauer ungefähr? Pi mal Daumen, was sagt man so? Bei, das muss ich, 500 Stunden? 500 oder? Waren das. Also ich glaube, die liegt sogar noch ein bisschen drunter. Also die sind extrem teuer im Betrieb. Ich glaube, die lagen sogar nur bei 300 Stunden. 500 Stunden haben eigentlich die 6,5 und 6 kW Lampen und die hier liegen bei 300 Stunden. Da wir schon eine Menge Zahlen genannt haben, was kostet so ein Lämpchen ungefähr? 1000 Euro? 1000, da liegst du schon dabei. Ja. Ist mal dabei, ne? Wie sagt man auch mit Kettenhemd und mit einem Helm oder so irgendwie austauschen? Man muss halt eine spezielle Explosionsgefahr. Ja, also man kann das auch sehen, die werden halt auch in einer speziellen Schutzhülle ausgeliefert. Nein, du siehst jetzt hier nur die Schutzhülle. Das ist nur die Schutzhülle? Das ist die reine Schutzhülle. Da ist der Kolben dann also da drin mit verpackt? Genau, man muss halt dazu sagen, damals zu 35 mm Zeiten war es halt so, dass diese Schutzhülle an sich alleine ausgereicht hatte, da der Birneninnendruck oder der Lampeninnendruck noch erhöht wurde für die Digitalprojektion, um noch eine höhere Lichtdichte in einem kleineren Punkt zu erzeugen, was für diese optischen Elemente sehr wichtig ist, ist man dazu übergegangen, dass man noch spezielle Silikonhüllen um den Kolben selber noch mal drumherum macht. Ich habe das aus Spaß selber mal ausprobiert. Wenn man tatsächlich den dann fallen lässt, ohne dieses Silikonding, dann zerbröselt sogar die Schutzhülle. Also in widrigen Umständen. Und zum Wechseln ist es halt erforderlich, dass man erstmal das Personal natürlich entsprechend schult, was die Sicherheitsvorkehrungen betrifft. Die Innendrücke wechseln natürlich im abgekühlten Zustand nur und man muss dann halt tatsächlich so einen Teflamantel anziehen, das heißt also komplett geschützte Arme, Halsschlagaderbereich wird durch einen speziellen Gesichtsschutz dann geschützt und dann natürlich auch mit Stumpenhandschuhen arbeiten. Ist ja bald wie eine Bombenentschärfung. Könnte man fast so sagen, ja. Okay, gut. Also der Kollege hier, der zeigt dann auch an, weil er seine Lampe gewechselt haben möchte. Das tut er. Da muss man ja schon drauf achten, ne? Weil da muss man drauf achten. Die fliegen sonst einem ganz brachial ganz böse um die Ohren. Und dann hat man ganz schönen Kollateralschaden. Also ich sag mal so, der Spiegel allein, der kostet 6.000 Euro. Ne?
Okay. Den zerfetzt es damit garantiert. Dann kommt noch ein Infrarotfilter dazu und der Umlenkspiegel, wenn man Pech hat, plus ausgefallene Vorstellungen und... Das ist richtig teuer, da hat man nicht viel gespart. Neuer Kolben, nee, da hat man nicht viel gespart. Gut, okay. Anfang wurden wir erwähnt, wir haben jetzt hier ein Riesenkino und es ist ja eigentlich ein ziemlich quadratischer Raum, was ja ein echt faszinierendes Erlebnis ist, weil ich sehe ja wirklich das gesamte Bild, also mein Sichtfeld ist ja komplett ausgefüllt mit Bild, aber eine echte Herausforderung für den Beamer war, ne? Weil der muss ja aus einer kurzen Distanz, verhältnismäßig kurz, ein Riesenbild machen. Ne? Richtig. Da ist natürlich die Problematik gewesen, dass die Projektorhersteller relativ also eingeschränkt in Anführungsstrichen waren, was ihre Objektivauswahl betraf. Mhm. Und da blieb uns dann eigentlich noch die einzige Möglichkeit, überall ein 1:1 Objektiv zu nehmen, um halt wirklich entsprechend großes Bild hier liefern zu können. Dadurch ist dann halt so, dass wir das CS-Bild dann halt quasi in Anführungsstrichen kaschieren. Das heißt, oben und unten haben wir dann einen schwarzen Balken, sind aber mit beiden Bildformaten, Breitband als auch CS, formatfüllend in der Breite. Ja, obwohl wir ein großer Fan sind von maskierbaren Leinwänden, muss man sagen, hier ist es mir also am wenigsten aufgefallen, dass sie nicht maskierbar ist. Das ist schon sehr beeindruckend, unter anderem auch wegen dieser Position, der Sitzposition. Ja. Dann habt ihr ja vorne noch dieses kleine Mäuerchen, sag ich mal. Der also das ist mir echt nicht unangenehm aufgefallen. Ja, der Riesenvorteil ist natürlich, bei den digitalen Bildern sind die Kanten ultra scharf. Ja. Das ist bei der konventionellen 35mm Projektion natürlich schwierig gewesen, da Film und Maske quasi in einem Unterschied fällt. Dadurch hat man immer milchige Kanten. Ja, aber auch der Unterschied in dem Weiß und in dem Schwarz, Mittelschwarz, ist manchmal auch größer. Das war okay. Technik macht auch ihren Teil dazu, sage ich mal, was Kontrastverhältnisse betrifft. Also. Ich würde mal sagen, Christian wechselt mal die Position, weil wir zeigen wir mal, mit welcher Technik hier das 3D-Bild auf die Leinwand projiziert wird. Das haben wir euch bis jetzt noch nicht gezeigt. Ja, dann erzähl doch mal. Was mir auffällt ist, dass wir hier natürlich, das ist natürlich, wir haben hier nur ein Objektiv. Genau. Also man kennt ja dieses Splitter und all diese tollen, wunderschönen Sachen, das nicht. Dafür habe ich aber das gute Stück hier davor. Genau, richtig. Was verbirgt sich dahinter? Das ist ein sogenanntes Wolfoni Crystal Cinema. Man kann, oder besser, es macht es automatisch zu Vorstellungsbeginn, wenn wir einen 3D-Film zeigen, fährt dieser Filter hoch. Dort befindet sich ein Liquid Crystal Display, sage ich mal, drin, was quasi mit Netzwerkkabel und Projektor und Server synchronisiert wird. Der Projektor, der zeigt ja quasi linkes Bild und rechtes Bild im Wechsel und dieser Filter polarisiert dann quasi das Licht entsprechend den passiven Brillen, die der Zuschauer dann auf der Nase sitzen hat und über Netzwerk wird, wie gesagt, Projektor und Filter synchronisiert und so kann ich dann quasi in dieser Ein-Objektiv-Ein-Projektor-Lösung auch ohne Probleme 3D zeigen. Also eine Art Shutterbrille, wo wirklich abwechselnd immer für das linke und für das rechte Auge dann das freigeschaltet wird. Quasi ohne meine passive Brille, also meine super leichte Brille, die ich auf der Nase habe, sehe ich dann die beiden Bilder hintereinander, aber dann mit meinem Hirn als 3D-Bild. Eine vorgelagerte Shutterbrille. Ja, okay. Gut, schick. Ja, finde ich auch. So, wenn man jetzt die ganze Technik jetzt nochmal hier von der Bedienung her, soweit klar, genau, das war nochmal ein Punkt. Also ich ärgere mich hier immer über ein Kino, wo anscheinend bis heute nicht die Scheibe ausgetauscht worden ist, weil auch da habe ich mir sagen lassen, diese Scheiben müssen ausgetauscht werden, weil sonst machen sie in Verbindung mit Polfiltern echt Probleme, ne? Das hängt tatsächlich von dem Mineralgehalt in den Gläsern zusammen. Dadurch wird dann halt die Polarisierung quasi aufgehoben oder verfälscht. Dadurch kann man dann Ghosting-Effekte haben, ich sag mal plasmische Effekte, das heißt Farbverfälschung oder ähnliche Effekte. Da haben wir auch bei der Neuausrüstung darauf geachtet, dass wir halt ein entsprechendes Spezialglas dann nehmen und hier dann auch verbauen. Sehr also wichtig. Wie wir schon erwähnt haben, das liegt im Detail. Ja, das dann lass uns mal rübergehen und gucken, was wir mal über Soundanlage an. Ja. Bevor wir uns seine Audioanlage mal anschauen, nochmal einen Blick hier auf seinen Bildschirm. Leider habe ich meine Festplatte nicht dabei. Aber ich könnte, glaube ich, gar nicht mit anfangen, ne? Nee, die Filme sind leider alle verschlüsselt, damit wirst du nicht weit kommen. Und ich weiß auch nicht, ob du einen Abspielserver hast, der DCPs, also sogenannte Digital Cinema Packages, wiedergeben kann. Das dürfte noch ein Problem sein, denke ich. Ja, also in der Vergangenheit haben wir schon mal mehrfach darüber gesprochen. Man hat wirklich für jedes Kino einen Schlüssel zu erwerben, sodass also der jetzt hier die Freischaltung für diesen Projektor in diesem Saal zu dieser Uhrzeit ermöglicht. Zu diesem Server, genau. Zu diesem Server. Richtig, es ist so, dass dem Verleih quasi die Seriennummer des Servers geliefert werden muss, als auch von dem Projektor. Das speichern die sich ein und die haben halt eine Software, die dann quasi mit verschiedenen Schlüsseln in der Komponente dann eine E-Mail dann generiert mit einem sogenannten KDM, das nennt sich dann Key Delivery Message oder Mail und die kommt dann dem Kino zu und ist dann halt entsprechend nur für den einzelnen Saal oder auch als House-Key, wenn die Verleiher sehr großzügig sind, dann gültig, auch nur für gewisse Zeiträume. Und jetzt kann man spaßeshalber hier einfach mal so die Reihenfolge des heutigen Abends mal eben ändern beziehungsweise auch mal aufbauen. Ne? Genau, hier kannst du Kino-Roulette spielen, die Leute ein bisschen ärgern oder wenn der Eisverkauf
zu schlecht gelaufen ist, dann kann man einfach sagen, wir zeigen die Werbung jetzt eben nochmal. Ne? Bis hier alle mal Eiskauf. Okay. Genau, bis der Korb leer ist. Ja. Genau, also im Prinzip ist es dank der Digitaltechnik relativ einfach geworden. In gewisser Ähnlichkeit zum Media Player zu Hause hat man einerseits ein Wiedergabefenster und dieses Wiedergabefenster lädt man dann quasi in dem Editor erstellte Playlist rein. Und was sehr komfortabel ist, dass ich quasi in dieser Playlist alle Automationsbefehle noch mit reinnehmen kann, angefangen von der Formatumschaltung, was Bild und Ton betrifft, die Lautstärken kann ich definieren oder vordefinieren, also die werden unsere Mitarbeiter nochmal kontrolliert oder entsprechend dann korrigiert und ich kann natürlich dann entsprechend auch meine Trailer und meinen Hauptfilm dann dort der entsprechenden Reihenfolge nach einfügen. Und das kann ich ja dann auch über eine App von wo auch immer. Genau, richtig. Das geht dann auch übers Handy letzten Endes. Das heißt, wenn ich jetzt im Saal sitze, privat und den Film ansehe und die Lautstärke ist nicht passend, dann kann ich das auch von meinem Platz zum Handy aus korrigieren. Du hast aber früher selber auch die Riesenrollen geschleppt, ne? Ja, das waren noch die schönen guten alten Zeiten. Die 20 Kilo 35 mm Rollen mit 4000 Meter Film drauf durchs Haus zu wuchten, das kenne ich auch noch zu gut. Das heißt, jetzt machst du dafür dann alternativ Sportstudio oder ja, Fitnessstudio? Weil da fängt ja richtig ja, was. Also es ist ein bisschen mehr geworden. Ich glaube, das ist aber altersbedingt, wenn ich ehrlich bin. Man bewegt sich im Haus schon. Aber jetzt musst du noch die Maus bewegen hier. Jetzt muss theoretisch noch die Maus bewegen, aber wir haben ja noch diese ganzen Einmessgeschichten, was ich eben erzählte, die ganzen Kontrollen. Und also man läuft noch genug. Ja, definitiv. Okay. Gucken wir uns das mal hier an. Das ist jetzt hier dein Audioturm. Genau, meiner nicht, der meines Chefs. Ja. Wenn wir mal hier fachlich. Und du darfst mitspielen. Ich darf mitspielen, das ist eine Spielwiese, genau. Was haben wir denn so? Erzähl mal. Datasat sagt mir schon mal was. Ja, das ist unser Tonprozessor. Also wir standen vor der großen Wahl, Dolby oder Datasat. Wir haben uns ja explizit für den Datasat entschieden, da dieser Prozessor halt die größte Flexibilität, was die verschiedenen Dekodierformate betrifft. Ja. Das heißt, er kann auch Dolby natürlich theoretisch, dekodieren. Genau, theoretisch, praktisch ja, auch. Kann da tricksen, genau. Wir haben diverse HDMI-Eingänge. Der Film wird öffentlich gezeigt, das weißt du, ne? Also alles legal, ne? Also okay, ist alles möglich, ja? Ja, ja. Gut, okay. Aber DTS-HD-Logo hat er natürlich, weil DTS steckt eigentlich hinter Datasat, genau, ne? Ja, ist die logisch. Professionelle ja. Abteilung. Ja. Okay. Das ist daraus hervorgegangen. Mhm. Und man kann halt an diesem Prozessor halt sehr viel selber machen, was die verschiedenen Konfigurationen betrifft. Wenn ich jetzt, sage ich mal, Sonderveranstaltungen habe, dann kann ich EQs, Delays anpassen und ähnliche Geschichten. Die Eingänge sind sehr flexibel, integrierte Weichen. Was die Kanalanzahl betrifft, bin ich relativ flexibel. Also ich kann halt 5.1, 7.1 bis zu 16 Kanal aufrüsten. Das müsste man nochmal dem Hersteller oder deren Internetseite konsultieren, um dann nochmal Details nachzusehen, wie jetzt der aktuelle Stand der Dinge ist. Aber das ist halt ein Ding, weil halt, das sage ich mal prozessorbasiert ist, ist das einfach flexibler als die Produkte von Dolby. Gut. Oder auch nicht für Dolby, je nachdem. Okay. Hat auch seine Vorteile. Also wir haben auch einen CP750 hier, um mal Werbung für Dolby zu machen. Haben wir die Kurve noch gekratzt und ja, beide erwähnt. Genau, die sind auch sehr gut in der Handhabung, also ich will da auch nichts Schlechtes drauf kommen lassen. Wir haben ja jahrelang mit denen sehr gut gearbeitet und das ist jetzt einfach mal eine schöne Neuerung und mal erlebende Frische und Umdenken in der Struktur, in der Menüführung. Das ist auch immer gut, wenn man mal was Wettbewerb hat noch nie geschadet, ne? Ja. Das sind alles Endstufen. Richtig, genau. Was können die so? Gibt es da eine Zahl hier? Wir sind aber so scharf ja. auf Zahlen in diesem Film. Da fragt mal das Datenblatt. Also ich kann ja sagen, Crown DSI 2000. Ne? Das sagt ja schon mal so grob was in die Richtung. Also ich meine, es waren 1 kW. Aber jetzt nageln mich nicht fest, ob das jetzt Sinusleistung, RMS oder was auch immer ist. Ich kann eigentlich nur sehr positiv über diese Endstufen sprechen. Also wir haben ja diverse Fabrikate durch. Von Lübercord angefangen, Crown. Bei denen seid ihr geblieben. Gelandet oder wieder gelandet. Also ich kann für diese elektronischen Endstufen, da kann ich eigentlich nur sehr Positives drüber sagen, weil sie sehr flexibel sind. Was natürlich sehr praktisch ist, sie sind ultra leicht. Also das heißt, wenn ich mal zu unserem Kino nach Recklinghausen fahren muss und dort eine Endstufe tauschen muss, ist das dann nicht mehr im Auto zwangsläufig, sondern gehe ich in den Zug, nehme die Endstufe unter den Arm und fahre dann damit dahin. Und das ist schon für mich selber auch ein bisschen ungewohnt, wenn man das Ding in Gedanken noch, oh, jetzt 10 Kilo oder huch, ach, nur noch 4, 5, 6 Kilo. Und auch die Konfiguration innen drin, wenn man sich das mal ansieht, mit dem Schaltnetzteil, mit den nachgelagerten Glättungskondensatoren oder Pufferkondensatoren. Viele sagen ja ganz gerne mal, dass bei diesen Endstufen, die liefern nicht im richtigen Moment die richtige Leistung.
ich kann da jetzt nichts Gegenteiliges sagen. Du hast ja auch eben mal Probe gehört. Ja, ich fand, ich hoffe, dass du schon geleistet haben. Wir haben unter anderem Too Fast to First, ne? Richtig, ne? Genau, Teil 7, hier mal den berühmten Trailer gesehen. Und das Auto flog schon an mir vorbei. Und zwar ordentlich. Ja. Also ich glaube, das war genügend Beweis. Und ich meine, letzten Endes, man kann ja messtechnisch solche Sachen auch belegen. Und ich kann sehr positiv. Und ihr habt ja noch ein bisschen Pegel gehabt. Ihr habt ja nicht gerade aufgegeben. Wir hatten noch genügend Headroom, wie man so schön sagt. Also das Lautsprechersystem hier, das ist ein 3-Wege-JBL-System. Das ist auch für den Saal überdimensioniert. Also das, er hat unsere Videos, glaube ich, schon gesehen, weil die Frage hätte ich als nächstes gestellt. Wollte ich mal wissen, was sind für Lautsprecher da? Ja, ich müsste also JBL, jetzt, ich müsste, ja, es ist JBL. Wie gesagt, ich glaube, das ist das Academy-System. Sie haben immer so schöne vierstellige Zahlen, bevor ich jetzt eure Zuschauer hier irgendwie täusche. Ich müsste sollen vorbeikommen, selber hören. Genau. Das ist doch gut, oder? Genau, das ist gar kein Problem. So, wann geht das heute los? 16 Uhr ist, glaube ich, der Einlass und um 17 Uhr beginnt dann die nächste Vorstellung. Das heißt, gleich dürften unsere Mitarbeiter schon anrücken, alles vorbereiten und dann sind wir wieder startklar. Und dann ist der Abend wie lange heute? Also 20 Uhr beginnt dann die letzte Vorstellung. Ich denke mal 2-2,5 Stunden je nach Filmlänge. Dann ist Feierabend, dann werden natürlich noch die Nacharbeiten stattfinden und das Kino wird im Regelfall unter der Woche gegen 23:00 Uhr abgeschlossen. Und dann bist du jeden Abend dann auch hier oder sehr häufig hier? Das kommt darauf an. Also Arbeit habe ich genug. Es ist schon durchaus so, dass man oft hier lange im Hause ist. Aber das halte ich wie ein Dachdecker. Also da, ich spreche mich dann auch mit meinem Kollegen dann immer ab. Und je nachdem, Sonderveranstaltungen werden dann natürlich bis zum Ende mit betreut. Was ist denn eine Sonderveranstaltung? Also wir haben durchaus, sage ich mal, Tagungen hier, Betriebsräte mieten sich die Säle halt für Konferenzen und ähnliche Dinge. Ich sag mal, Marketingveranstaltungen finden hier statt. Das kann man also separat, man kann die Säle vormittags bis nachmittags mieten. Richtig. Weil also auch in den Abendstunden würden wir das natürlich machen. Man muss dann natürlich das irgendwie kompensieren. Aber gerade jetzt auch unser Premium-Kino bietet sich jetzt an. Für einen namhaften großen deutschen Rundfunksender hatten wir hier auch mal eine Premierenvorstellung und auch die Filmverleiher buchen halt diesen Saal explizit für Premieren oder Presse, ne? Pressen auch, um halt in diesem besonderen Ambiente ihre Produkte gut darzustellen. Ist ja schon mal eine Auszeichnung, oder? Wir sind da sehr bescheiden, mein Chef und ich. Müsste, finde ich schon gut. Das ist schon cool. Ja, dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank. Dann ja, es hat mich gefreut, dass ihr da wart. Ja, danke. Ich hoffe, ich konnte genügend Fragen beantworten. Also genau, wenn er mal zwischen Popcorn-Tüten und den Bierflaschen da auch mal rumlaufen sollte, er ist für den ganzen technischen Bereich zuständig. Und er ist auch sehr gut anzutreffen hier, weil er ja nahezu jeden Tag hier ist. Alles klar, danke. Danke auch. Der Christoph erwähnte gerade, dass hier das Ganze auch schon mal, also die Säle auch schon mal für Sonderevents verfügbar sind. Ja. Das heißt, ich kann mit meiner Firma hier rein und kann mal Partynacht machen, genau. Kann Film gucken. Genau, wir haben alles Mögliche. Wir haben Vorträge. Wir kommen, manche, die gucken gerne einen Film. Also jetzt James Bond ist der nächste Knaller. Da habe ich schon jetzt 10 Veranstaltungen, wo irgendeine große Firma sagt, ich lade all meine Kunden ein und gucke im schönen Rahmen mit meinen Gästen, Kunden oder was auch immer, den Film James Bond in einer Sonderveranstaltung. Zu jeder Uhrzeit, ne, morgens, abends wie mittags, bieten wir alles an. Das ist gar kein Thema. Was wir halt auch noch haben, sind Live-Übertragungen aus der ganzen Welt, aus den Opernhäusern, Ballett. Gerne, Matt Bolshoi aus Sydney, auch wie gesagt alles mögliche übertragen live, das heißt per Satellit bei uns ins Haus, mit dem digitalen Projektion, das ist ja gar kein Thema mehr, der muss nur halt einen Anschluss auf Dach, zu, wir haben mittlerweile glaube ich 4 Satellitenschüsseln auf dem Dach stehen für alle möglichen Sender, Kanäle und ich weiß nicht was, die dann live übertragen werden und dann halt aus den großen Opernhäusern, Balletthäusern live hier zeigen. Wie häufig kommt das vor? Das kommt so alle 3-4 Wochen. Es gibt immer wieder eine Saison, ne? Das kennt man ja irgendwie, keine Ahnung, von Darmstadt ist dann die Saison. Und da kauft man dann die Karten. Das ist dann meistens ein Samstag, zum Teil auch ein Sonntag gegen 17, 18, 19 Uhr. Die kommen hierher zum Teil, das ist ganz lustig, wir haben ein ganz gemischtes Publikum. Wir haben ältere Damen und Herren, die in Abendgarderobe kommen. Ich habe Herren im Smoking, die dann ins Kino gehen. Das sieht lustig aus, ne? Wir freuen uns immer. Es ist immer ein sehr angenehmes Publikum, die dann halt die Live-Übertragungen sich angucken. Dann kommt eine Pause, dann kommen die raus, snacken hier eine Kleinigkeit, essen noch was. Und dann geht es direkt danach weiter. Und das wird sehr gern angenommen. Wir haben die Klassiker, Nussknacker und solche Sachen, da habe ich über 400 Gäste, da muss ich in einen großen Saal, da reichen meine 128 hier in dem Saal einfach nicht aus. Ne? Es gibt kleinere Übertragungen, wo halt nicht ganz so bekannte Ballettschauspieler oder Opern sind, da brauche ich einen kleineren Saal, da gehen wir sehr gerne in die Lounge, aber da ist immer wieder eine sehr große Nachfrage nach. Das ist halt immer, was halt jetzt die Digitalisierung uns halt ermöglicht hat, dass man halt nicht nur Kino macht, sondern halt auch irgendwie immer was anderes. Ja, schön. Hört sich doch gut an. Vielleicht ist die eine oder andere Idee dabei gewesen gerade.
Ich würde auf jeden Fall mal sagen, vielen, vielen Dank, dass wir uns das mal hier anschauen konnten. Aber sehr gerne. Ich habe davon gehört vor einigen Wochen, habe ihn einfach eine Mail geschickt, gefragt, ob wir mal vorbeikommen können, sagte er sofort ja. Also das ist klasse, so unkompliziert wünschen wir das immer. Vielen Dank. Immer gerne. Ich habe auch was mitgebracht. Soll daran nicht scheitern. Zum einen mal habe ich eine Original Grobi-Tasse. Ihr seid ja wirklich mit dieser Leinwand, seid ihr Grobis, Großbildspezialisten. Ich bin ein Grobi, auch nochmal hier für den Cheftechniker. Gibt es auch noch einen? Ja, gebe ich dem Christoph direkt gerne. Bitte mitgeben. Ja, mache ich. Und dann habe ich noch etwas mit, weil ihr seid ja auch wirklich 3D-Fans. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Wir haben hier das Original Star Wars-Motiv. Ne? Wir haben mittlerweile so viele davon, dass wir die auch verkaufen. So, also dieses Bild hier schenke ich auch nochmal für eure, weiß ich nicht, Walk of Fame, sagt man dazu, oder Hall of Fame vielleicht. Dann könnt ihr das sehr gerne. Vielen Dank. Danke sehr. Ja, und wir werden demnächst vorbeikommen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal ohne Kamera an. Wir freuen uns über jeden, der gerne unser Kino anschauen möchte. Das kann ich mir vorstellen. Gut. Alles klar. Danke. Tschüss. So, bis zum nächsten Mal wieder bei GrobiTV, unserem Heimkino-Kanal. Ciao.